Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute mal wieder kurz mich beehrt und hier eine Runde Let's Play World of Warships mit mir zusammen euch reinzieht. Denn heute sehen wir uns den Admiral 143 in seiner Colorado an und er ist hier Top Tier. Ja, das ist doch sehr, sehr, sehr schön. Da schauen wir mal, was er hier machen kann. So, da kommt er auch schon auf den ersten Gegner, deswegen gehen wir hier jetzt rein und schauen, was seine Schüsse mit der Belfast so anrichten. Zeigt uns auch hier schön die Zielsicht, aber wie soll es anders sein? Erstmal gehen alle Schiffe drüber und drunter hinaus. Dementsprechend kein Schaden, den er hier anbringen kann. Und jetzt die Beschusswarnung. Also jetzt hat sich jemand dann entschieden, aha, die Colorado da hinten, die gefällt mir gut. Und dementsprechend wird auf ihn geschossen. Mal schauen. Wer oder was es war, sieht nach der Scharnost aus und da sieht man schon die HE-Granaten anfliegen. Wird er auch getroffen, allerdings Gott sei Dank kein Brand. Das ist schon mal sehr wichtig. Auch die Königsberg von da drüben will da ein Stück Colorado für sich haben. Aber die steht da. Also ich hätte auf die einen Schuss gegeben. Schade, ich kann es euch leider nicht zeigen, aber das habt ihr gerade ja gesehen. Die war da zwar jetzt nicht vom Winkel das Schönste, aber ein so schön stehendes Ziel, was natürlich jetzt auch nicht so gut gepanzert ist, kann man auch mit dem Winkel mal probieren. So, jetzt hat er aber dann doch einen dicken Schaden bekommen und brennt auch. Also jetzt muss er hier gegenheilen oder sich reparieren und er entscheidet sich richtigerweise dafürs Gegenheilen. Jetzt soll wohl die erobertes Ziel schlechthin sein. Mal schauen, ob das besser klappt. Und er hier dann einen dicken Treffer landen kann. Zwei Treffer für 5300 hatte er ja schon ins Ziel gebracht. Aber wie gesagt, da will man natürlich mehr. Und die Schüsse schauen gar nicht so schlecht aus. Wow, die schauen sehr gut aus. Einen Volltreffer mit über 13.000 Schaden. Ja, da hat der Ober natürlich gar keine Chance. Jetzt übrigens den Brand zu löschen, hätte ich jetzt nicht gemacht, ehrlicherweise. Weil jetzt hat er nämlich erstmal lange Zeit nichts gut und dann hätte er es gleich machen können. Also dann hätte er gar nicht erst sich heilen brauchen. War jetzt meines Erachtens nicht so durchdacht. Aber gut, jeder wie er mag. Wenn er jetzt von diesen HE-Granaten eben getroffen wird und dann brennt, dann hat er nämlich ein Riesenproblem. Aber verschreiben wir mal nichts. Noch ist es ja nicht passiert und auf die Cleveland selber hat er zwar dann leider aber kein Damage bringen können. Man sieht, die Beschusswarnung ploppt jedes Mal wieder auf. Also er ist hier auf jeden Fall im Fadenkreuz zahlreicher Gegner. Und wir sehen, er ist da wirklich von eigentlich fast jedem Gegner irgendwie im Beschuss. Dementsprechend dreht er jetzt mal ein bisschen ab. Und ich hoffe für ihn, dann klappt es auch wieder ein wenig besser. Weil auch wenn die Zitadelle schön war, aber 20.000 Schaden, da muss natürlich schon noch mehr kommen. Das langt ihm nicht und das langt uns ebenfalls nicht. So, die Belfast, das könnte ein interessantes Ziel sein. Hält ja nicht so viel aus. Aber ist rückwärts unterwegs. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Der dachte, dass es sich hier um eine Vorwärtsbewegung handelt. Hat er so ein bisschen vorgehalten. Ja, und dann hat es leider nicht geklappt, denn die Schüsse gingen ins Wasser. Ja, der Ober, damit hat er schon gute Erfahrungen gemacht, aber das war jetzt meines Erachtens kein wirklich schönes Ziel. Und da hat er jetzt mit der Scharnost zum Beispiel eins, wo ich ihn deutlich mehr unterstützen würde bei dem Thema,
darauf schieß doch mal bitte. So schön seitlich, wie es daherkommt, da ist ein gewisses Potenzial für Damage auf jeden Fall mal gegeben. Mal schauen, ob das Vorhalten reicht. Chanos darf man nicht unterschätzen, die ist nämlich auch ganz schön flink im Wasser unterwegs. Trifft, oh ja doch, für 15.000 Schaden. Hat zwar nicht so viele Granaten ins Ziel gebracht, aber die, die dann getroffen haben, die haben auch gereicht. Aber man hat gesehen, auch die waren eher hinten, also das war trotzdem schon ganz schön eng. Hier die Flugzeuge, seine Flak schießt schon drauf. Oh ja, jetzt nochmal die Belfast. Die Belfast, ganz, ganz langsame Fahrt. Und diesmal macht er da nicht den Fehler, sondern jetzt hält er wirklich drauf. Und jetzt achten wir, wenn nachdem sie nicht mehr offen ist, auf den Schaden oben, was da passiert. Ohne Zitadelle und es waren um die 16.000 Schaden. Und das ist halt immer das. Die Belfast ist als OP-Schiff unter einigen verschrien. Habe ich zumindest schon das ein oder andere Mal gehört. Aber dafür ist die Panzerung auch so unglaublich butterweich, dass dementsprechend jeder Fehler, den man irgendwie positionstechnisch mit dem Schiff macht, auch extrem hart bestraft wird. Und das hat man gerade eben wieder mal gesehen. Hier die Schüsse nochmal blindlings raus. Und da macht er nochmal zwei Zitadellen. Und nochmal 16.000 Schaden. Ja, die Belfast, da sieht man mal, du kannst dich im Rauch halt mal nicht verstecken, mein Freund. Wird halt nochmal dahin geschossen, wo du zuletzt warst. Und dann läuft es auch. Übrigens, auch das hat ja in dem einen der letzten Videos, habe ich das mal kritisiert, weil einer nicht mehr in den Rauch reingeschossen hat. Der hat es dann damit argumentiert, dass die Schüsse dann ungenauer werden. Ja, mag sein, aber deswegen kann man es jetzt trotzdem noch riskieren, weil lieber habe ich ungenaue Schüsse als gar keine. Also deswegen, wenn ihr im Rauch jemand habt und den da vermutet und auch sogar die Tracer seht oder sonstiges, ballert einfach mal rein. Wow! Jetzt hat es die Ober dann doch noch erwischt. Damit habe ich ehrlicherweise jetzt gar nicht gerechnet gerade, dass da die Aoba jetzt auch noch fix aus dem Spiel entfernt wird. Aber genauso ist es. Und die Cleveland, die ist natürlich in einer sehr spannenden Position, auch sehr breitseitig, hat hier einzig und allein das Glück, dass er hier schlecht vorhält, weil sonst hätte die Cleveland hier auch schon ganz schön andere Probleme bekommen können. Unser Team hat die Führung übernommen. So, und jetzt mal schauen. Die Distanz ist minimal näher als gerade noch. Aber ich glaube auch hier wieder zu, oder? Ja, die kommt besser schon mal. Ja, okay, was sage ich? Eine Zitadelle und die Zerstörung, die kommen definitiv besser. Jetzt hat er natürlich die schöne Situation, dass hier nicht mehr gerade mit ihm gerechnet wird. Deswegen kann er jetzt über die gesamte Karte fast schießen Richtung Fuso. Aber leider ein bisschen drüber hinaus, wobei eine dann doch getroffen hat und 4000 Schaden ist für eine Granate dann doch noch sehr solide. So, was macht die Salve? Ja, wieder mal 4000. Also scheinbar ist das so jetzt gerade sein Damage, mit dem er sich wohlfühlt. Ist jetzt bei in Summe 90.000, was okay ist. Aber natürlich, wir wollen mehr sehen. Das reicht uns nicht. So, was ist jetzt da mit der Chanos los? Wir achten wieder oben auf den Damage, weil wir das Schiff nicht mehr sehen.
Auch da hat einer getroffen, auch wieder hier. Knapp 4000 Damage. Ja, ist wirklich scheinbar jetzt das, mit dem er sich wohlfühlt. So, Fuso jetzt bei 12,5 Kilometer. Das ist nicht mehr weit weg. Aber man sieht schon, wohin die Türme der Fuso gerichtet sind. Kann aber auch sein, dass die Fuso erstmal auf die New Mexico geht. Ja, die Beschusswarnung gilt nicht. Also das heißt, Schüsse gehen Richtung New Mexico. Und ja, so ist es auch. New Mexico wird da zerstört. Und jetzt wird es hier ein Duell Fuso gegen Colorado. Oh ja, der war doch auch wieder ganz schön satt. In dem Fall mal kein 4000er, sondern mehr als das Doppelte. 10.600 Schaden. Und jetzt kommen sie natürlich immer näher. Die Fuso macht da absoluten Kardinalsfehler. Fährt da so extrem seitlich vor ihm her sozusagen. Schaut nicht mal auf ihn. Beziehungsweise, ja, der hat ja schon die ganzen Türme kaputt. Also ja, das schaut natürlich ganz schön mau aus. Aber wie gesagt, nie so fahren. Also dann fahrt lieber in die andere Richtung, fahrt schräger, macht irgendwas. Aber ihr seht ja, Seite und zack, 12.000 Schaden. Das macht man so einfach nicht. Ja, jetzt hier mit der Ryu hat er nicht großartig Probleme, denke ich mal. Ryu ist dann natürlich auf dem Weg weg. Oh ja, da hat doch eine auch wieder sehr schön getroffen. Und auch da ist wieder eine Zitadelle geflogen. Und jetzt kann man langsam sagen, ja, eine sehr schöne Damage-Runde. 133.000 schon auf der Uhr. Die New Mexico macht es jetzt da viel besser, geht jetzt da deutlich auf anderen Kurs, macht da die Seite sicher und dementsprechend kein Problem. Jetzt macht er hier in der Colorado gerade den Fehler, dass er da jetzt die Seite zeigt. Da würde ich empfehlen, wartet einfach ab, bis die Salve kommt, dann könnt ihr drehen und wenden, so viel wie ihr wollt. Aber ansonsten macht ihr euch damit echt vieles schwerer und jetzt muss er aufpassen, weil auch die Scharnost kommt für ihn nicht gut. Ja, wobei, ginge, aber sie macht's richtig, dreht jetzt nämlich rein und trotzdem kriegt er die Zitadelle. Okay, das hätte ich jetzt niemals erwartet, aber die Zitadelle, die war mal bitterböse. Sehr schöner Treffer, so soll's doch aber auch sein. Ja, wer sagt, dass die Scharnost OP ist, gell? Gegen eine Colorado scheint sie spätestens ihren Meister gefunden zu haben. So, und jetzt ist das alte Spielchen jagt die New Mexico dran. Jetzt will jeder ein Stück von dem Schiff noch haben. Also jetzt läuft es bei ihm fantastisch gut. So, jetzt geht die New Mexico da auf die, was haben wir es da? Die Farragut. Und dementsprechend kann er jetzt hier in aller Ruhe wirken. Hat es leider nur noch die Kanonen vorne am Start, denn die Heckrohre gerade noch am Drehen sind. So, jetzt werden auch gleich die Torpedos von der Farragut kommen.
Die New Mexico kann eh, wenn dann überhaupt, nur noch Steuerbord reindrehen. Sekundäre jetzt hier im Start. Die Torpedos sind im Wasser. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.